Fachgruppe der persönlichen Dienstleister der Wirtschaftskammer Niederösterreich haben hier ins Casino Baden eingeladen zum vierten Bildungstag. Und wir sind der Frage nachgegangen, steht der Mensch oder die Digitalisierung im Mittelpunkt unseres Tuns? Liebe Birgit, das Thema des vierten Bildungstages ist künstliche Intelligenz, Digitalisierung versus der Mensch. Wie siehst du das? Wie verhält sich dieses zueinander? Künstliche Intelligenz, Digitalisierung ist jetzt in aller Munde und hat natürlich auch den Weg zu uns persönlichen Dienstleister gefunden. Das ist auch gut so. Nichtsdestotrotz steht bei uns nach wie vor der Mensch, das direkte Gespräch im Mittelpunkt. Wir sind die Experten und Expertinnen, wo wir Menschen in unserem Tun abholen, unterstützen und stärken. Ja, wir sehen das allgemein. Das heißt, die Digitalisierung macht überall Fuß und setzt sich überall ein, aber der Mensch steht als erstes bei uns im Mittelpunkt. Wir holen ihn dort ab, wo er sich gerade befindet und sich auch dann, um die Verbesserung fortzuführen. Digitalisierung ist was, was uns laufend begleiten wird und ich glaube, es muss der Mensch im Mittelpunkt stehen und die Entwicklung geht nur gemeinsam. Es gibt, glaube ich, vom Trend her kann nicht eins gegen das andere gehen, sondern es muss immer gemeinsam gehen und nach wie vor sind wir Menschen, wo die Digitalisierung ein Tool ist, das unser Leben erleichtern soll. Und ich glaube, so muss man das einfach weiter betreiben und der Mensch muss weiter im Mittelpunkt stehen und nutzt sich die Technologie, wo er kann. Der Mensch steht trotzdem in der Mitte. Also diese technische Unterstützung ist in jedem Fall ein ganz ein wichtiger Schritt, den man in den nächsten Jahren immer mehr mit einbeziehen werden muss, mit Online-Beratungen und so weiter. Aber trotz allem, der Mensch und seine Bedürfnisse und damit auch in meinem Fall seine Tiere sollten im Mittelpunkt stehen und auch, ja, in entsprechender Weise gewürdigt werden. Auf alle Fälle immer der Mensch. Ich sehe aber trotzdem einen ganz wichtigen Bestandteil in der KI bzw. in der Technologie, in der Technik. Mensch und Technik müssen zusammenarbeiten, können zusammenarbeiten. Ich komme ursprünglich aus der Fliegerei und wie vielleicht vorher schon im Gespräch angedeutet wurde, ist es ganz wichtig, dass Mensch und Technik zusammenarbeiten. Uns ist sicherlich der Mensch im Mittelpunkt. Aber wir stehen in der Zukunft und da ist einfach die KI auch zu akzeptieren und wir müssen uns darauf einstellen. Das ist unser zukünftiges Leben. Das Haus ist sozusagen knackevoll. Freut man sich da? Es ist überwältigend, die Stimmung da drin in Casino Baden ist großartig. Es sind tolle Gespräche, es sind tolle Unternehmer. Also die haben wirklich alle Spaß, die dann netzwerken. Ist wirklich toll. Also die persönlichen Dienstleister ist immer ein Highlight im Jahr. Lieber Thorsten Haweder, Gedankenlesen ist ein großes Thema. Wir sind heute hier beim vierten Bildungstag der persönlichen Dienstleister. Was wirst du uns denn heute lernen? Oh, heute wird's spannend. Heute geht's einmal darum, wie kann ich mein Gegenüber besser einschätzen? Hauptsächlich über die Körpersprache, aber auch darüber, wie betont derjenige. Und der zweite Aspekt ist, wie wirken sich denn deine Gedanken auf dein Handeln aus? Das heißt, wie kannst du deine Gedanken so programmieren und steuern, dass du, wenn du dir ein Ziel setzt, dem möglichst nahe kommst oder es vielleicht sogar noch übertriffst? Diese Geheimnisse unseres Denkens, einmal mit der Ausbildung auf unseren Körper und auf unsere Realität, das ist das große Thema heute. Jetzt kommt in Kürze ein Gedankenleser. Glaubst du an Gedankenlesen? Kann man das tun? Ja, absolut. Ich bin immer wieder fasziniert, was diese Menschen auf der Bühne leisten. Und ja, ich schaue dem immer wieder fasziniert zu und versuche, möglichst viel von dem ein bisschen einzubauen in das, was man so in den Alltag hat, um die Menschen zu faszinieren, weil ich glaube, darum geht's. Und wenn sie fasziniert sind und wenn sie motiviert sind, dann geht's einfach leichter. Ihr seid heute hier ins Casino gekommen zu diesem Fortbildungstag. Gefällt's euch? Sehr sogar, ja. Sehr gut organisiert, hat uns sehr schön Spaß gemacht. Alles sehr gut. Die persönlichen Dienstleister haben heute zum vierten Bildungstag eingeladen. Bist du zufrieden? Absolut. Die Stimmung ist absolut hervorragend. Wir haben so viel positives Feedback bekommen für unsere Veranstaltungen, aber natürlich auch das positive Feedback, dass sie sich gut aufgehoben fühlen am Markt, dass sie sich gut vertreten fühlen. Und dann kann für die Kunden immer das Beste rausschauen. Das heißt, das Motto, der Mensch steht im Mittelpunkt, voll aufgegangen? Absolut. Also ich muss sagen, ich kann euch wirklich gratulieren. Es war eine wunderbare Veranstaltung. Ich habe es sehr, sehr genossen. Es war motivierend, es war inspirierend. Also ich muss sagen, wirklich vielen herzlichen Dank für den wunderschönen Abend. Ich habe ihn wirklich, wirklich sehr genossen. Es war, abgesehen von dem traumhaften Ambiente, diese Bildungstagung kurzweilig. Das Programm war sensationell. Der Rahmen schön. Ich bin wirklich begeistert. Es ist mein erstes Mal hier in Baden. Und ich komme sehr, sehr gerne wieder. Es war wirklich toll. Danke.